Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Willkommen hier zurück zu Bus Simulator 2018. So. Wir fahren jetzt diesen Rundkurs wieder zurück. Und ich bin echt gespannt, was uns da erwartet. Wir haben ja den nationalen Feiertag, von daher ist echt viel Verkehr. Tatsächlich ist viel Verkehr und tatsächlich steigen viele ein. Nur wir haben ein kleines Behindertenproblem, weil unsere Rampe uns echt am Arr hat. Mittlerweile ist mir das aber auch scheißegal, weil ich es nicht ändern kann. Oh, ein wunderschöner Grafikfehler begrüßt uns hier an der Seite. Sehr gut, wir können los. So, ein etwas größerer Bogen muss gezogen werden. Da wir sonst mit dem Arsch hinten irgendwo gegenknallen und das wollen wir ja nicht. So, in dieser Straße gibt es ein bis zwei Probleme und zwar Problem 1 ist das hier. Diese Bumper, die überall verteilt sind. Problem 2 sind Schlaglöcher. Oh mein Gott, was passiert da? Oh mein Gott. Oh mein Gott, er fährt uns. Sie nicht einfach, wenn etwas vor ihnen ist. Sag mal, du scheiß Arschloch. Das gibt's doch gar nicht. Falscher Knopf. Fuck. Habt ihr das gesehen? Das war nicht meine Schuld. Ich habe Vollbremsung sogar gemacht. Warum bremsen sie nicht einfach? Den Spruch hättest du dir schenken können, du Arsch. Hammer. Ich bin der perfekte Busfahrer. Busfahren ist toll. Gibt's ja gar nicht. Undankbares Volk. So. Guten Tag, auf Wiedersehen. Eine Fahrkarte. So. Bitteschön. Danke. Hi. Hallo. So, jetzt geht's wieder geradeaus durch über ein ganz kurzes Stück Richtung Autobahn. Aber wir fahren nicht über die Autobahn, sondern fahren eigentlich nur drumrum. Nur für die, die es nicht wissen. Okay, jetzt habe ich den Knopf wieder gefunden für die Schaltung. Ich finde auch das Navigationsgerät cool. Gibt es Navis im Bussen? Nein, oder? Ich fände das sogar sehr gut, wenn es das geben würde. Weil manche Busfahrer verfahren sich tatsächlich, wenn sie eine Schicht eines anderen übernehmen. Da war der scheiß Hubbel schon wieder, aber dadurch, dass wir echt langsam darüber hinausgefahren sind, hat es keine Probleme gegeben. Ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin hundemüde. Was ist denn los mit denen? Das hörte sich an, als ob das eine Seniorin war. Was passiert in diesem alten Sägewerk? Ich möchte es gar nicht wissen. Ich überlege es erst gar nicht. Was? Du musst ins Kino zu gehen. Nee. Ein bisschen auf die Bremse getippt. Damit wir nicht allzu schnell hier runter sausen. Sehr grausam mit den Schlaglöchern.
Aber sie beschweren sich nicht. Beschweren die sich auch, wenn ich zu schnell bin? Philipps Geburtstag gestern Abend. Ich hätte nicht bleiben sollen. Hast du eben schon erzählt. Aber wem erzählst du das eigentlich? So, Siegwalden sind wir nun angekommen. Sehr gut. Ah, doch noch mit dem Arsch erwischt. Fuck. Nächster Halt, Siegwald. Tschüss. Wiedersehen. Bis dann. Jo, schönen Tag noch. Hey, irgendwer hat was vergessen. Sehr gut. Wie viele steigen hier eigentlich aus? Und wie viele steigen hier... ja klar, Entschuldigung, ich bin total verwirrt. Bitte schön. Ich brauche eine Fahrkarte. Standard-Wochenkarte, gerne. Eine Fahrkarte, bitte. Naja, die Studenten wieder. Zu viel Geld. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, sehr gerne doch. Das ist doch mal ein vernünftiges Wort. Danke. Von mir aus könnte jeder Tag ein Feiertag sein. Ja, ne? Hab ich mir fast gedacht. Sollen wir den Armen mal aufwecken, der da pennt? Na klar. Ich hab ihn, meine Fahrkarte. Hab ich hier. Hier. Augen. Na klar. Na klar. Klar. Hier ist die Fahrkarte. Hab ich ihn. Oh, hab ich. Na klar. Hier ist die. Hier. Na klar. Was? Ach so. Okay, hier schläft keiner. Ich hab gedacht, hier pennt irgendwie einer. Hm. Kurios. So. Schönen Tag noch zusammen. Auf Wiedersehen. Ciao. Eine Fahrkarte, bitte. Jo, klar. Bitte sehr. Danke. Hast du die letzte Folge... Nein, nicht spoilern. Das Gelaber hat mich gerade so dermaßen abgelenkt. Bitte schön. Das Wetter ist einfach wundervoll. Sind wir schon unterwegs nach Oakville Zentrum? Sehr gut. So, ab hier können wir nochmal 70 rasen. Und hier sind es dann doch nur wieder 50, aber macht nichts. Ich frag mich immer, warum hier keine Anzeigen sind, dass man hier parken soll. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, ja klar. Für Senioren, bitte sehr. 3,20 zurück. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, natürlich. Eine Wochen-Seniorenkarte. Gerne, bitte sehr. 1 Euro. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. 2 Standard-Tageskarten. Gerne, bitte sehr. Und 2,60 zurück. Schönen Tag noch. Standard-Wochenkarte für Sie, bitte sehr. 2 Euro.
Schönen Tag noch zusammen. Was? Wie bin ich denn hier gelandet? Im Bus. Ich war total entsetzt über die Frage, wo er gelandet ist. Unfassbar. Bitte nehmen Sie auch Ihren Müll mit. Ich habe nicht immer Bock auszusteigen und Ihren scheiß Müll einzusammeln, ja? Ich wäre Ihnen total verbunden, wenn Sie das hinkriegen würden. Nächster Halt, Burgstraße. Endstation. Bitte alle aussteigen. Schönen Tag noch. Wiedersehen. So. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, diese Route zu fahren. Wir gucken jetzt noch an, was wir an Kohle bekommen. Neuen Bus können wir nehmen, den Iveco Urban Way 12 Meter, sehr geil. Drei Schwarzfahrer haben wir leider nicht erwischt, einen haben wir erwischt, Level 8 erreicht. Wunderbar, und 22.177 Euro umgesetzt. Fahrereinkommen. Ah, okay. Ein Fahrer, der streng zugelassenes Einkommen basiert auf deinen besten Ergebnissen. Okay, cool. Ja, wir haben nur 655,78 Euro eingenommen auf der Oakstraße. Die ist nicht so gut, obwohl wir sehr viele Fahrten hatten. Aber die Astra-Promenade und der Westspeiche. Die Westspeiche ist echt gut im Umsatz. Und muss ich sagen, ist schon cool. Unser Unternehmenswert insgesamt sind 526.324,35 Euro. Und das gerade mal bei drei Strecken und drei Bussen. Was haben wir? 222.000. Sollen wir nochmal gucken, was so ein Bus kostet? Der Shop öffnen. Der neue Bus, den wir freigeschaltet haben, ist dieser. Der sieht wohl schick aus. Dafür müssen wir noch ein bisschen Geld sparen. Dann können wir ihn fahren. 12 Meter lang. Wendekreis von 10,7 Meter. Unfassbar. Motortyp Erdgas. Zwei Achsen. Maximale Leistung 213 Kilowatt, das ist schon ordentlich. Maximales Drehmoment 1100 Newtonmeter, also da ist echt Power hinter. Da kann man eigentlich nicht meckern. 24 Sitze, 12 Meter lang, 2,5 Meter breit und 3,3 Meter hoch und 11,5 Tonnen schwer. Wir haben jetzt ja den Business gefahren, der ist gerade mal... Oh, der ist sogar länger, der ist 13 Meter lang. Hat... Ist aber schwerer, 12,3 Tonnen. Wendekreis ist auch deutlich höher. Fährt ein Diesel 1700 Newtonmeter, deutlich stärker und kräftiger. Verbraucht aber in der Wartung deutlich mehr. Dieser hat nämlich nur 500. Was kostet der so viel Wartung? Der MAN Lion City, den haben wir gar nicht, oder? Wir haben nur... Moment mal. Dann holen wir uns noch den... Jetzt die Frage. Okay, ihr entscheidet in den Kommentaren, Leute, welchen Bus wir uns als nächstes holen. Entweder den Lion City MAN A37 mit einer Gesamtlänge von 12 Metern und 12 Tonnen Gewicht, Diesel mit 1100 Newtonmeter, oder wir holen uns den Urban Way 12 Meter mit 11,5 Tonnen und einem Drehmoment von 1100 Newtonmeter, was echt gut ist. Aber der Vorteil hier dran, er verbraucht einfach nur 350 Euro Wartung die Woche. Hier haben wir 1250. Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüssikowski, Leute. Macht's gut. Ciao.